Mann, wo bleibt denn der Flo schon wieder? Ach, ich pflanz mich. Random Game Facts 28. Heute mit mir. Und nur mir. Nur mir! Als Spieleentwickler kann man ja auch mal auf die Wünsche der Fans eingehen. Oder man heißt Tecmo, fragt die Fans, auf welcher Konsole sie das neue Ninja Gaiden gerne hätten, scheißt dann gehörig drauf und released einfach Xbox Exclusive. Hätte man auf die Fans gehört, wäre es übrigens der GameCube geworden. The Legend of Zelda A Link Between Worlds ist ein großartiges Spiel, nicht nur, weil es an A Link to the Past erinnert und damit in der Top-Down-Ansicht auch alles genauso aussieht wie im Vorgänger, sind alle Statuen so ein bisschen nach hinten geneigt. Wer früher eine N64 hatte, kam leider nie in den Genuss, sich online mit anderen Spielern battlen zu können. Was macht man also als findiger Spieleentwickler? Man baut den Netzwerkanschluss in die Game-Cartridge mit rein. Ja gut, zugegebenermaßen ist Morita Shogi 64 ein etwas weniger actionreiches Brettspiel, aber die Idee ist trotzdem cool. Die Sprengfallen aus Call of Duty Ghosts sind mit kleinen Dinosaurierzeichnungen versehen. War da etwa jemand neidisch auf die Entwickler von Battlefield? Bei DICE gab's nämlich schon das ein oder andere Dinosaurier-related Easter Egg. Der Song Welcome to the Jungle ist nur deswegen bei Guitar Hero 3 dabei, weil der Frontmann der Band Axl Rose einen Vertrag mit Activision hatte, dass sie den Song nutzen können, wenn sie dafür aber in keinster Weise den ehemaligen Gitarristen der Band Slash erwähnen. Nur blöd, dass der gerade als Boss im Spiel vorkommt. Axl Rose wollte daraufhin Activision auf 20 Millionen Dollar verklagen, tat das allerdings zu spät und deswegen wurde die Klage einfach mal so fallen gelassen. Nee, das ist unfair. Ich habe jetzt schon 5 Sachen gemacht, so irgendwann, man darf sich ja auch nicht überarbeiten. Flo, kannst du jetzt auch mal irgendwie was machen vielleicht? Wieso? Ich dachte, du machst das heute. Super geil. Jetzt muss ich mir noch irgendwie 5 Facts aus den Rippen leiern. Guckt man sich den Slasher Metal Gear Revengeance an, dann freuen sich gerade japanische Fans über das VR Missions DLC. Dort gab es nämlich ein hölzernes Schwert mit dem Namen The Snake Spirit und damit ausgerüstet kommentiert plötzlich die Originalstimme von Snake sämtliche Handlungen und Aktionen des Spielers, zum Teil sogar mit Zitaten aus älteren Spielen. Das ist cool. Es gibt so unendlich viele Spiele, in denen man direkt am Anfang schon mal die Möglichkeit hat, gegen den Oberbösewicht des Spiels zu kämpfen, um dann, ja, storybedingt ganz kläglich daran zu scheitern. In Tales of Phantasia kann man allerdings mit Hilfe von Replay-Codes genau das tun und nochmal zurück zum Anfang des Spiels reisen und dort gegen den Oberbösewicht antreten. Greift man ihn an, kontert er, verbarrikadiert sich, wird unangreifbar, es dauert alles ewig, man hat allerdings die Möglichkeit, das Chamäleon zu beschwören und den Kampf dann tatsächlich zu gewinnen. Und für diese unglaubliche Tat kassiert man als Belohnung 1 Gold und 13 XP. Geil! Ihr liebt Easter Eggs und Retro-Spiele? Na, das passt doch super, dann nichts wie ab mit euch ins Versteck des Widerstandes in Wolfenstein The New Order. Kurz mal mit dem Wolfenstein 3D-Poster, was da neben dem Bett hängt, interagiert und tada! Schon spielt ihr in einer Albtraumsequenz das erste Level des Klassikers. Nice! Wie wischt man Videospielpiraten so richtig eins aus? Genau, man verwirrt sie und lässt sie dann dumm schauen. Spielt ihr nämlich eine raubkopierte Version des Beat'em-ups Skullgirls, seht ihr am Ende der Kämpfe folgenden Text. What is the square root of a fish? Now I'm sad. Und warum? Was soll das? Ich will nicht dumm sterben. Irgendjemand muss mir das erklären. Vielleicht fragen wir Scooter. Der muss es doch mittlerweile wissen. Steigt man in Driver San Francisco in einen DeLorean und beschleunigt auf exakt 88 Meilen pro Stunde, dann landet man tatsächlich in der Vergangenheit. Naja, so ein bisschen. Man unlockt damit nämlich eine Challenge mit dem Titel Blast from the Past, in der man dieselben Tricks vollführen muss wie in der ersten Mission des ersten Driver-Spiels. So Freunde, das war's mit Random Game Facts. Falls ihr Bock auf noch mehr Gaming-Videos habt, dann auf jeden Fall hier einfach auf meine Fresse klicken und unseren Kanal abonnieren. Freut uns sehr. Däumchen nach oben wäre mega geil, hilft uns nämlich. Dort habt ihr noch ein Video, da habt ihr noch ein Video. Da oben ist unser Let's Play-Channel, wo wir uns jetzt mittlerweile auch die Mühe machen, die Videos sogar richtig halbstündig zuzuschneiden und sowas alles. Also qualitativ die Schraube nochmal angezogen. Und unten in der Videobeschreibung habt ihr ganz viele Links auch zu den Kanälen und so weiter und so fort. Solltet ihr am Handy oder am Tablet sitzen, könnt ihr darauf klicken, ist alles überhaupt kein Problem. Und jetzt sag ich mal tschüss!